Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und heute die Filteranlage zum 30.000 Liter Teich. Ein wirklich gigantisch wunderschön angelegter Teich und ich habe im ersten Block eins nicht gerafft. Der Wasserfall ist die einzige Wasserzuführung. Auch das neu, hatten wir noch nie. Gerade habe ich gefragt, wo bleibt der Kot liegen? Bleibt der irgendwo? Dann heißt nur da vorne eigentlich neben dem Bodenablauf. Aber sie haben es schon probiert, weil das ist eine geile Methode, dass man dort einfach Luft hinlegt und dann also eine Belüftung hinlegt. Und durch diesen Mammutpumpeneffekt wird es aufgewirbelt. Aber dann hatten sie gesagt, dann schäumt das Wasser ziemlich stark. Darum haben sie auch die Belüftung jetzt aus dem Teich mal draußen gelassen. Man hat ja die Pumpe. Allerdings ist jetzt natürlich so, wir haben eine Pumpe. Wenn die ausfällt, dann ist alles weg. Dann ist die Belüftung weg im Teich, also keine Luftzufuhr. Wobei so Wasserfälle gar nicht so viel reingeht. Dann ist die Belüftung weg und der Wasseraustausch ist weg. Das ist natürlich suboptimal. Was man aber sagen muss, und das macht den Teich so unglaublich sicher, bei 30.000 Liter 20 Fische und die Fische sind alle so um die 50 Zentimeter und jetzt nicht die riesen Boliden. Und von daher kann man da auch den Filter mal ausfallen lassen und da wird egal wann, zu welcher Jahreszeit, die Koi in dem Becken werden nicht sterben. Also wenn man 1,5 Kubik pro Fisch anbietet und das sind nicht solche Trümmer, dann ist man da relativ safe. Was mich besonders gefreut hat, die Anlage wird von einem Oase-Trommelfilteranlage, die 8 Jahre alt ist, gefiltert. Und ich habe gerade gefragt, wie oft ist sie ausgefallen? Kein einziges Mal. Das ist das erste Mal, dass ich von einem Trommelfilter höre, der 8 Jahre läuft und nicht einmal Mucken gemacht hat. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, so wie vorher bei Marco, alles zu klein, wir brauchen die 10% und überhaupt. Aber so wie die Koi hier gehalten werden mit der Futtermenge, es sind relativ wenig Koi im Teich, auch wieder einer pro 1500 Liter. Und keine Haltung auf Wachstum, 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 sondern einfach auf Erhalt. Da muss man sagen, scheint man mit 2 Biomodulen sehr gut hinzukommen. Ausgetauscht wurde die Pumpe vor kurzem. Ich zeige die Anlage gleich. Oder vor einem Jahr wurde die Pumpe ausgetauscht. Es war vorher ein anderes Fabrikat drin und die ging ständig kaputt. Und jetzt hat man sich für eine Oase Aquamax Titanium 31.000 entschlossen. Und wenn man mal sieht, die läuft mit, zeige ich Ihnen gleich, 45% und haut da hinten einen Wasserfall runter mit ca. 20.000 Liter, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und die Anlage sieht nach wie vor picobello aus. Und man hat, was natürlich in so einer Anlage sich dann schon ein bisschen bemerkbar macht, man hat relativ feine Filtermedien, was natürlich insgesamt auf die Oberfläche schon nochmal ein bisschen mehr bringt. Aber man sieht auch hier, und jetzt nochmal Beweis, schwarzen zu weißem Filtermaterial hier. Man sieht es zwar auch, man sieht in den Körpern, dass da richtig Biologie drin ist. Und die auch richtig, richtig intensiv und schön und gesund nach Waldboden riecht. Aber hier sieht man es natürlich auf den ersten Blick, dass da richtig was geboten ist. Und riecht exakt genauso. Die hier würde ich aus dem Medienbeutel rausmachen, haben wir schon öfters gehabt. Da wird natürlich nicht so gut angeströmt. Aber wir sehen, in beiden Behältern sind belüftet, sind ziemlich stark belüftet und ich würde dann das Material, würde ich hier reinlegen, dass sich das auch noch beruhigt, dass quasi die Anströmung des Materials ausschließlich durch die Belüftung stattfindet. Und jetzt sehen wir auch, warum das Belüften des Teiches hier schwierig ist. Also der Teich, jeder Teich ist anders, der hat eine gigantische Schaumbildung und das kann ich mir schon vorstellen, wenn man das Wasser belüftet, dann kann man da ein richtiges Schaumbad produzieren. Trotz allem, immer meine Empfehlung, Teich auf jeden Fall belüften. Außer es ist hier, dass man relativ geringen Besatz hat und auch eine Haltung hat, die nicht auf Maximalwachstum ausgelegt ist. Und ich sage, mit der Filteranlage kann man am Tag 200-300 Gramm füttern. Und da muss man sich dann auch keine Sorgen machen, dass es zu dramatischen Ammonium- oder Nitritspitzen kommt. Der Filter, muss ich sagen, der sieht noch aus wie neu. Also da sind kaum Gebrauchsspuren dran. Ein kleiner Nachteil, das hören Sie jetzt schon, die ist sehr laut. Das ist das einzige Teil hier, das nicht von Oase ist, was verbaut wurde. Da habe ich sofort gesagt, ein bisschen Geld in die Hand nehmen, die neue Oase-Luftpumpe und dann hat man auch den Lärm weg, weil die Abdeckung hier ist nicht schallisoliert. Sprich, der Schall kommt hier raus und den hat man auch vorher gleich gehört. Und dann ganz kurz nochmal für alle Verrohrungsfreaks hier
Und der Schlauch, wenn man hier hinfasst, der ist schon richtig warm. Und wenn der Luftschlauch warm wird, dann haben Sie im Prinzip was falsch gemacht. Und zwar versuchen Sie, gucken Sie die Riesenpumpe an, keine Ahnung, wie viel Liter die macht. 200, das ist eine 200er Highblow, braucht Strom, bis der Arzt kommt. Und Sie versuchen, die 200 Liter in der Minute genau hier über diesen Zwergenschlauch abzuleiten. Obwohl hier hinten der Ausgang sehr viel größer ist. Also hier erstmal mit einem fetten Ausgang raus, hier rüber bis zur ersten Verzweigung. Und ab der Verzweigung, da kann man dann auf zwei dünnere Luftschläuche gehen, aber die sollten in der Querschnittsfläche dann auch wieder so sein, dass es auf jeden Fall dem dicken Schlauch in etwa gleichkommt. Und dann werden Sie merken, dass wenn Sie am nächsten Tag den Schlauch anfassen, dass der plötzlich kühl ist. Weil das hier fühlt sich an wie eine Begleitheizung. Das ist also richtig, richtig handwarm. Und wo kommt die Energie her? Aus der Steckdose, wo wir mittlerweile alle den Strom teuer, teuer zukaufen. Und damit erwärmen wir die Leitung. Und der Witz ist, und das kann ich nachher den Leuten zeigen, wenn man jetzt hier hinfasst, ist er kalt und hier ist er warm und hier ist er auch kalt. Warum? Weil er hier ist ein entsprechend geringerer Fluss drin, eine geringere Fließgeschwindigkeit der Luft und hier ist eine hohe und die hohe Fließgeschwindigkeit erzeugt Reibung und über die Reibung dann schlussendlich die Wärme. So, das hier ist sehr geil. Oase. Oase hat auch richtig geile Formteile. Da unten ist die Titanium 31.000. Und jetzt schauen Sie sich mal, ich hoffe, man sieht's, dieses Formteil an. Das ist der Abgang, der glaube 75 ist von der 31.000er. Geht rüber auf die Bitron Premium, genau die richtige UV-Lampe. Und dann ist man mit eigenem HT-Rohr, ist man hier rausgefahren. Und mit dem HT-Rohr geht man nachher zum Wasserfall. Und die Pumpe läuft wirklich die 31.000er, keine Ahnung, wie viel Watt die braucht, aber das kann man jetzt gucken. Das war jetzt on-off. So. Ich weiß nicht, wie man gucken kann. Egal. Aber wir haben gerade am Anfang gesehen, so geht sie aus und so geht sie an. Tja, da muss ich nachher ins Benutzerhandbuch schauen. Was übrigens witzig ist, jetzt muss ich nur die Kamera halten, die meisten haben hier diesen roten Ding noch dran und dann kann man die Anzeige nicht vernünftig lesen. Das ist im Prinzip wie bei jedem Mercedes hinten für die Chromleiste der Schutz. Also mit 45% läuft die und mit 45% bringt die diese gigantische Wassermenge. Titanium für die richtige Anwendung. Eine der geilsten Pumpen, wenn nicht sogar die geilste Pumpe, die am Markt verfügbar ist. Auch diese Bitron Premium. Absolut gigantische UV-Lampen. Und wenn man sieht, hier kommen wir jetzt ungefähr einen halben Meter über Wasseroberfläche kommen wir raus. Das schaffen die Titaniums noch locker. Wenn es dann mal über einen Meter geht oder so, dann sollte man auf einen anderen Pumpentyp zugreifen. Also, wir haben einen schwach bis normal besetzten Keuteich. Wir haben keine Massivfütterung. Wie gesagt, 200-300 Gramm kann die Filteranlage in diesem Setup ab. Und jetzt passen Sie auf, die Anlage kann auch mehr abbauen, wenn der Teich kleiner ist. Weil wenn der Teich kleiner ist und die Austauschrate zwischen Teich und Wasser höher ist, steigt hier die mögliche Abbauleistung, wenn wir zugrunde legen, dass wir gewisse Grenzwerte in der Konzentration des Ammonium und Nitrits nicht übersteigen wollen. Mit anderen Worten, wenn ich die Anlage nehme und einen 10-Kubik-Teich anschließe und wegen mir die Pumpe sogar weiterhin mit 20.000 Liter laufen lasse, dann kann ich hier auch mit unter 1 Kilo Futter abbauen, ohne hier beim Ammonium und Nitrit über 0,2 Milligramm pro Liter im Tagesverlauf zu kommen. So, viel mehr gibt es hier nicht zu sagen. Die Luftpumpe würde ich austauschen und in dem Zuge dann auch den Luftschlauch. Machen Sie es gut, eine tolle Filteranlage und wir werden hier weiter blocken auf dem Grundstück und Sie werden jetzt noch sehr viel genialere Dinge sehen, wobei der Teich schon ein wunderschönes Kleinod ist. Bis dann, danke, ciao.